So, also jetzt stehen wir da vor einem Concorde Credo mit 8 Metern Länge. Und das ist auch die Länge, wo wir sagen, das sind 50 cm mehr als der Gustl. Das wäre verschmerzbar. Wir haben hier 8 Meter Länge und eine Höhe von 3,34 Meter inklusive Antenne. Der Ganze ist aufgelastet auf 5600 Kilogramm und hat einen 210 PS Motor. Das Fahrzeug, wie es jetzt hier steht, kostet Listenpreis 269.000 Euro und hat schon etliches an Extras dabei, wie man euch zeigen werde. Jetzt gehen wir erst einmal rein und zeige es euch von innen. Ja, und wir müssen erst mal die Sperre hier aufkriegen. Weil ja, also das ist jetzt Technik, da bin ich zuständig. Ja. Also eins muss man sagen, wenn man in das Fahrzeug reinkommt, das ist schon das, gemütlich. Ja, natürlich groß. Das Fahrzeug wird natürlich jetzt auch noch etwas groß hier, weil kein Hubbett da ist. Ach ja, stimmt, genau. Ja, bei uns käme dann natürlich ein Hubbett nur mit Hubbett in Frage, aber das wäre ja dann hier einfach ein bisschen schräger. Und, oder ja, halt auf jeden Fall diese ganze Innenfächer hier fallen natürlich beim Hubbett weg. Ja. Das ist ganz klar. So, also das Lenkrad hier kann man abnehmen, wie man sieht. Und das Cockpit sieht schon edel aus, ja? Ja, ja, klar. Und die Polster ist natürlich wunderbar weich, wie man richtig Sessel sitzt man hier natürlich. Das ist jetzt kein Meter, das dürfte so Art Velour sein. Ja, sieht schon gut aus, ja. Und dann hier ist also durch das, dass dieses Fahrzeug ja ein sogenannter Liner ist, dadurch ist der Vorbau nicht ganz so lange, wie es bei diesen integrierten Fahrzeugen ist. Und dadurch sollte es eigentlich auch etwas stabiler sein und nicht so vibrieren, meine ich. Rein subjektiv, ohne Erfahrung. Ja? Also auf jeden Fall macht es einen sehr gemütlichen Eindruck. Ja. Klar, ist ja auch ein bisschen breiter. Ich weiß gar nicht, wie breit ist er denn eigentlich? 2,30 Meter ist der Rosé. Ja, das merkt man natürlich schon, wie 7 cm, das ist ganz klar. Kannst du dich in den Beifahrersitz reinsetzen? Und es rumdrehen in den Sitz? Weil wer uns auf SWR gesehen hat, das hat ihnen offensichtlich gefallen, wie wir uns da während der Fahrt öfters mal berühren. Ja. Und ich habe ja gesagt, wenn wir ein neues haben, dann geht es nicht mehr. Und das wäre natürlich schon ein Ausschlusskriterium. Es setzt sich bitte Richtung Fahrtrichtung. Frau ist so schlecht organisiert. Ja, ja, ja. Okay, ich bin Fahrtrichtung. Und schauen wir mal, ob es geht. Oh ja! Ja, 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 von wegen. Viel, viel schwieriger. Viel, viel schwieriger. Das geht alles. Ja. Also jetzt schauen wir mal, ob es ist. Hier seht ihr das Lenkrad, das abmontierte. Und das Cockpit, das sieht ja, bescheiden aus. Also es ist halt auch Rückfahrdisplay separat montiert. Dann doch die Hebeanlage hat er, also diese Luftfilterung. Da unten ist auch das Lenkrad. Die Fensterscheiben, die sind mechanisch, was meines Erachtens auch vollkommen ausreicht. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir kennen uns damit aus mit der Funktion und ich will da nichts kaputt machen. Das müsste man nur kaufen oder sie, das wollen wir ja nicht, oder? Nein. Nichts da. Noch nicht. So, dann schauen wir nochmal weiter, was das Fahrzeug noch zu bieten hat. Also hier haben wir schon mal einen schönen Beifahrersitz, da kann man auch gut sitzen. Der Tisch, das haben wir ja schon gezeigt. Mhm, den kann man sich hier rausziehen. Den kann man rüber nach vorne und nach hinten schieben. Genau, den wollen wir jetzt nicht abräumen, weil er ist ja jetzt hier dekoriert. Ja. Er ist dekoriert. Also und eben den kann man auseinander machen und dann einen Klick, Hand drauf und dann ist er offen. Und natürlich schön groß, alles klar. Ja, hier ist eigentlich nichts anders wie bei dem, den wir schon mal vorgestellt haben.
Also hier sitzt man gemütlicher als bei uns im Güstel. Mhm. Ja. Auf diesem kleinen Sitz da an der Tür sitzt man sehr gemütlich. Ja, und natürlich in der Küche ist sehr schön. Mach mal die Kamera weg, die steht im Weg. Du kannst die jetzt nach vorne stellen. Ja, also die Küche ist natürlich sehr schön, gefällt mir gut. Dreiflammherd. Hier hat man nochmal die Aufstellung und alles. Nimmt der überhaupt auf? Ja. Sieht man am roten Blinken. Aha, okay. Also, Ja, sehr schön. So, dann gehört das. Venture. Dann legen wir es richtig hin. Du brauchst jetzt schon nicht aufräumen. Nein. Hier ist ein schönes Fach. Wahrscheinlich für Kaffeemaschine gedacht, für manche. Und hier, diese Fächer, die sind hier echt schön. Und die sind, ja, da kann man schön mit Gewürzen. Hier natürlich noch abgeteilt. Was ich natürlich auch toll finde, ist, dass hier nur offenes Fach drunter ist. Also das, da kann man schon das eine oder andere Servern oder sonst was reinlegen. Ja, okay, irgendwas wird sich finden. Ich finde es jetzt nicht ganz so praktisch hier im Küchebereich. Also ich fände es jetzt praktischer, wenn das hier mindestens einfach bis ganz nach unten zuginge. Aber ja? Dass das nicht offen wäre, sondern dass das... Ja, ganz zu wäre, weil so viele offene Fächer, was willst du denn da eigentlich reintun? Habe ich schon Verwendung dafür. Ja, aber hier ja, mit der Kante natürlich, hier oben ist eine größere Kante, hier ist... Eine ganz minimale. Ja, die langt aus. Die langt aus, meinst du. Hier ist eine größere und ja, indirekte Beleuchtung, sieht man. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier Dachventilator. Jawohl. Und dann natürlich diese Kombination. Was ich persönlich für toll finde, ist der Fernseher, wie der hier steht. Das ist genau der richtige Platz für einen Fernseher. Aus unserer Sicht, ja. Wir mögen das da ganz gerne, weil da kann man von jeder Sitzposition aus Fernseher sehen. Ja, hier haben wir die ganze Technikpaneele und das Schöne auch hier, dass da noch ein Fenster ist zusätzlich. Das ist durch den Rollo verdeckt, aber hier kann man sehen. Also, bis jetzt macht das schon mal einen sehr, sehr schönen Eindruck. Da ist die ganze Technik. Das ist alles natürlich... sauber gemacht, ja. Also man merkt schon, das ist ein Qualitätsfahrzeug. Was hier stimmt? Ja, das stimmt schon. Aber du bist jetzt wieder von der Küche plötzlich zur Technik rübergewackelt, weil natürlich Küche interessiert dich weniger, ja. Nicht schon. Was ich jetzt hier immer ein bisschen zu bemängeln habe, ist, es gibt hier kein separates Ausgussteil, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, weil, also bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich spüle, ist immer noch irgendwo ein Rest Kaffee oder sonstiges drin und das müsste man dann immer in Spülwasser rein. Und somit haben wir etwas gefunden, was in unserem Güstel besser ist als in einem Concord. Genau, da haben wir das nämlich. Bravo! Aber sonst ist es natürlich schon schön mit den ganzen Fächern. Ja. Und ja, solche Apothekerauszüge, die sind natürlich immer ganz toll. Jawohl, und alles wunderbar zu verschließen. Ein großer Mülleimer, was sehr zu begrüßen ist. Ja, und die einzelnen Fächer brauchen wir ja jetzt nicht aufmachen, die sind ja eigentlich überall schön gleich. Da haben wir die obere Schublade ist eine große und unten sind dann die kleineren Vertöpfe etc. Also, alles sehr gediegen, auch vom Holzmaterial her, sagt es uns zu, Ursi, oder? Ja, das ist hell. Also uns sagt es halt heller mehr zu als dieses Dunkle. Ich mag das Helle lieber. So, jetzt gehen wir mal ins Bad. Ja, hier ist noch ein Spiegel mit der Garderobe, soll das wahrscheinlich sein. Mhm. Und hier müsste irgendwie eine... Warte mal schnell, ich zeige noch schnell den Backofen. Da sieht man auch hier. Soll ich es machen? Dann brauchst du dich nicht verrecken. Ja, genau. Also hier unter dem Kühlschrank ist natürlich noch ein schönes Fach. Und das finde ich auch ganz praktisch. Ja. Das haben wir ja auch. Und das ist echt toll. Da kann man noch. Da haben wir Nudeln und so weiter als Vorräte. Ja, wir haben da Lebensmittel drin. Ja, genau. Eben Kühlschrank beidseitig zu öffnen, wie das jetzt halt so ist. Dometik. Gefrierschrank, den machen wir jetzt hier rum auf, damit man sieht, dass es beidseitig geht.
und natürlich wieder den Backofen. Ja, das finde ich ganz toll, diese Kombinationen, die mag ich. So, dann gehen wir ins Bad. Ja, einen Gibt's Moment. Gibt es hier eine Trenntüre? Nein, ja, also, aber doch, dafür hat die das WC. Ja, bitteschön. Und was ich jetzt schon sehe, was nicht geht, wie in unserem Gustler, ist ja erstens einmal, hat man hier einen Spalt, der offen ist. Du meinst einen Spalt, der offen ist? Hier hat man einen Spalt. Hier. Ah, hallo. Okay, da kann einer stehen und reinlinsen, wenn man auf dem Topf sitzt. Ja. Also okay. Dann ist das nächste bei unserem Gustl, kann man die Tür in beide Richtungen öffnen. Ja, das geht hier nicht. Das geht hier nicht. Also warum er das nicht gemacht hat, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, denn das ist eigentlich ein Gimmick, was ganz gut ist. Wieso ist das so? Also das ist der Drehschluss. Das ist ein Drehknopf, ja. So, die Dusche ist ausreichend groß, die geht sogar noch ein Stück hinter, also die ist deutlich größer als in unserem Gustl, wobei ich sage, Gustl ist lang aus. Ah ja, klar. Also. Also die bräuchte nicht so groß sein, aber ist vielleicht angenehm, wenn es so groß ist. Zum Einstieg auf jeden Fall, weil das nimmt hier ein bisschen Platz weg. Ja. Auf jeden Fall ist es für uns wichtig, dass wir den Toilettenbereich mit einer Tür verschließen können. Denn wie so ist, wir sind ja nicht nur zu zweit unterwegs, sondern mit den Enkeln. Und wenn die hinten Fernsehen schauen, dann weiß ich genau, wie das Ganze läuft. Die schreien Opa, Opa, reißen die Zwischentür auf. Und dann ist es etwas unangenehm, denn da, wo der Kaiser zu Fuß hingeht, da möchte ich auch gerne meine Ruhe haben. Gell, Rosi? Also ich finde es auch nicht so prickelnd, ja. Schau mal, ist da hinten noch eine Trennwand zum Schlafzimmer? Nein. Nein. Also das... Ja, nee. Das nur ein riesengroßer Schrank ist hier. Ja, nein, so ein Ding ist nicht, aber du kannst ja hier die Tür zumachen und die Toilette ist sehr groß. Ja, okay, man ist auf der Toilette ist man ungestört. Ja, und die ist groß. Also da braucht man jetzt nicht unbedingt eine Zwischentür. Ja, okay. Ja, aber die Zwischentür macht halt dann Sinn, wenn jemand hinten Fernsehen schaut und der andere schaut vorne Fernsehen. Ja, weil hier hat man einen großen Spalt. Ach so, und der Spalt ist auch, hat er die Gefahr, mach mal auf, dass man sich die Finger einquetscht. Ja. Ja, also, ob die Lösung so hundertprozentig ist? Aber die Tür ist schön. Die Tür ist schön, das ist eine Milchglastür. Aber trotzdem machen wir mal die Tür auf mit dem Spalt. Also, lass mal offen jetzt, ich tu mal meinen Finger reinstecken. Wenn da jemand seinen Finger reinsteckt und dann die Tür zumacht, da würde ich sagen, ist eine Verletzungsgefahr gegeben. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Man ist ja auch unter Umständen mit kleinen Kindern unterwegs. Haben wir doch ein Haar in der Suppe gefunden, oder? Ich glaube, man findet immer irgendein Haar in der Suppe. So ist es nicht. Ja, so. Aber jetzt solltest du mal da reinkommen. Dann kann man hier zumachen. Ja, genau. Dann schauen wir. Müssen wir mal einen Rucksack holen. Der Messi muss mehr vorsichtig sein. Kann alles Mögliche passieren. So. Also jetzt kommen wir rein. Dann gehen wir mal in den hinteren Bereich rein. So, jetzt machst du es, ja. So, und da sieht man jetzt das Bad. Seht ihr jetzt auch, ich bin dabei. Rosi ist auch dabei. Ja, grinse, grinse. Und da ist es die Keramiktoilette. Ach ja, das wollte ich gucken. Ist das Keramik? Ja, natürlich. Ja, sieht so aus, ja. Muss Keramik sein, weil da ist ein Ding, das ist ein Fäkaltank. Doch, das ist und das ist wunderbar groß, also es sind auch genügend. Lass mich da mal rein. So. Jetzt. Es sind auch genügend Ablagefächer drauf, der Spiegelschrank. Ja, das ist. Schauen wir mal. Was hoppla, Mann, das knallt also, alles. Kann man auch reinstecken, ja. Ja. Also. Ja, also Fächer hat's genug. So. Und hier unten ist ja auch. Auch ja, also. Also gut. So viel Zeug hat man gar nicht dabei. Man braucht nicht unbedingt eine Abtrennung zum Schlafbereich. Ja, schau mal, hier ein schönes Muster. Ja. Das ist nett. So ein kleines Gimmick. Die Wand ist nicht ganz weiß. Hier hat es noch Haken, zwei Stück. Und sonst sehe ich aber keine Haken irgendwie. Ja, ja, die kann man selber befestigen. Muss man sich halt selber welche hinmachen. Zwei sind auf jeden Fall da. So, dann haben wir hier noch den Schrank.
Ja, der ist natürlich schon sehr, sehr groß. Ja. Also, wer da nichts reinkriegt, also ist ja schon bald größer als der Schrank zu Hause. Ja, und das ist mir schon im Schlafbereich. Ja. Den haben wir ja auch schon mal vorgestellt. Wir haben ja schon einen Centurion oder Charisma oder was das war vorgestellt, ja, mit 8 Meter Länge. Charisma war das, ja. Charisma. Und da war das ähnlich. Ja, ist ja auch. Eben, das ist jetzt hier eigentlich ein anderes Holz. Heller. Weil Jetzt das sind haben da USB und alles. wir die. Pass auf, mit deinen Schuhen. Ja. Geh da nicht drauf. Das ist ein normaler Stecker. Das da könnte USB sein. Ja, das scheint eine USB zu sein. Ich will das jetzt nur nicht abmachen. Also es sieht mal so aus, aber ansonsten könnte man das ja ohne große Probleme nachrüsten. Was ich jetzt wieder zu bemängeln habe, aber das habe ich ja schon beim Charisma bemängelt. Für uns persönlich sollte das Fenster immer ganz an der Kopfseite sein. Aber die Auskunft, die wir von Concorde bekommen haben, ist, wenn man das Fahrzeug bestellt und dann kann man das bei der Fertigung berücksichtigen, dass es etwas weiter nach hinten gesetzt wird, das Fenster. Aber das ist wahrscheinlich nicht ganz günstig. Ich weiß es nicht, ob das extra berechnet wird. Könnte man schon vorstellen, ist ja dann nicht mehr in der Norm oder Ja, so. aber der Aufstellen muss ich nur nicht. Das ist ja eh keine Fließbandfertigung. Aber das haben wir nicht geklärt. Also, Nein, wenn es natürlich soweit ist, nicht. dann besprechen wir das. Ja, genau. Ja. Ansonsten Staufächer sind hier natürlich genügend vorhanden. Schauen wir mal eins auf, oder? Ja. Ja. Ja, das ist. Naja, das reicht. Das sind Aber ja das sind wir auf auch. jeder Ja. Seite hat es drei solche Fächer. Hinten auch noch mal zwei, also das ist genügend und der große Kleiderschrank, also da kriegt man genügend rein. Das hier ist mit Lattenrost. Den Charisma, den wir angeschaut haben, der hatte das Frohlich-System. Wir haben jetzt im Moment auch das Frohlich-System und sind damit eigentlich sehr zufrieden. Ich schlafe super. Ja, ja. Schau mal, was ist das hier? Ist das Das die ist ein Heizung Heizungsregler, oder ja. so? Ja, das ist Ah, und hier ist System. noch ein Lautsprecher. Ja, da ist das Soundsystem dabei Ja, und. klar, für Fernseher Ja. wahrscheinlich dann. Und ja. Also das Fahrzeug sieht sehr, sehr edel aus. Und ich würde sagen, wir verlassen jetzt das Fahrzeug wieder. Du stehst dann jetzt noch auf irgendeinem Fach. Ja, Wollen schauen wir wir mal mal. gucken, was da. Nein, da gehen. Also. So, dann schauen wir rein. Mal schauen, was da ist. Ah, Technik. Das sind die, Elektro. ja, die Sicherungen. Die Sicherungen Sicherungen sind da sind da drin, drin, ja. ja. Okay. Ja, und hier haben wir jetzt noch gar nicht gezeigt, aber hier ist wieder dieser Glasschrank, der mir natürlich sehr gut gefällt. Fernseher. Und hier gibt es noch ein Fach für vier Flaschen. Ich weiß nicht, kann ich ein bisschen reinhängen? Geht es? Jawohl. Und hier unten noch ein kleines Schuhschränkchen. Sehr schön, das gefällt mir. Das finde ich jetzt praktisch. Ja? Okay. Da hat man wieder die Durchlademöglichkeit, gehe ich davon aus. Und hier haben wir die große Heckgarage. Und es ist selbstredend, dass sich die Tür nicht nur um 90 Grad, sondern um 180 Grad öffnen lässt. Also, und da hat man Platz. Das ist eine große Garage, ja. ja. Bringt mal alles unter. Licht ist drin. Und Steckdosen hat es, glaube ich, dahinter versteckt, meine ich. Ja. Gell? Also, und sonst kann man das alles nachrichten lassen. Ja. Bei einer Neubestellung ist es kein Problem. Ja. Auf sich hat. Das haben wir in dem Video gezeigt über den Charisma. Wir verlinken das mal. Da könnt ihr dann die Klappe reinschauen und da sieht man dann auch, dass es eine Serviceklappe für den Fäkaltank ist, die obere Klappe oben links. Unten ist dann der Wasserzulauf. Dann hier die Durchlademöglichkeit. Nee, das ist, glaube ich, ah, das ist Elektro- und Tankentleerung. Das sind die zwei Hahnen. Hier ist Gas.
da ist wieder zu. Tisch wieder hier zu. Hier ist die Durchlademöglichkeit. Da kann man mal einen Blick reinwerfen hier. Mhm. Und was haben wir hier drin? Da hat man auch noch eine Serviceklappe. Für einen Nicht-Techniker wie mich nicht so sehr interessant. Also der Concorde Credo 791L, ein sehr schönes Fahrzeug, oder? Ja. 8 Meter Länge, 3,30 Meter, 3,20 Meter Höhe, alles nicht überdimensioniert, trotzdem mit 5,6 Tonnen, ob das ausreicht, wir haben es nicht nachrechnen lassen. Wenn dann die Extras einkalkuliert werden, wie das gewichtsmäßig ausschaut, darüber haben wir uns jetzt nicht weiter kundig gemacht. Wir wollten einfach das Fahrzeug besichtigen und euch vorstellen. Wir müssen auch sagen, Concorde ist ein Liga, diese Liner-Einbauten sehen sehr schön aus. Es ist natürlich alles etwas großzügiger als bei unserem Gustl. Ja, es ist ja auch ein größeres Fahrzeug. Ja, ja, klar. Mhm. Aber dennoch haben wir ein paar Dinge festgestellt, die uns nicht so schmecken. Ja. Da ist einmal das Ausgussbecken, das ist der zweite Ausguss am Spülbecken fehlt, das fehlt der Ossi. Ja, das wird mir sehr fehlen. Ja, genau. Könnte man kompensieren, indem man ins Bad geht und ausgießt, aber ist natürlich auch schon wieder blöd, vor allem wenn da niemand im Bad ist. Was mir gefehlt hat, das war die Trenntüre zwischen Schlafbereich und Badezimmer, denn ja, gerade wenn ich von der Dusche komme, und es steht ein größerer hinter mir, dann kann der durchs Seitenfenster reinschauen. Ja? Ja, oder wenn sich jemand hinter auch aufhält. Also es darf sich da niemand hinter aufhält oder ja, sollte sich niemand aufhalten. Wenn man von ihm abgetrennt sein möchte, wenn man also aus der Dusche rauskommt und man möchte da seinen Intimbereich haben, dann sollte sich niemand hinten aufhalten oder man muss einen Vorhang hinmachen. Und ich denke, also da sollte lieber die Firma Concorde eine Trennwand einbauen. Denn es geht ja auch darum, wenn ein größeres Fahrzeug neben einem steht und das hintere Fenster ist offen, dann kann der da auch schräg reinblicken. Also eine Trenntür gehört dahinter. Da brauchen wir gar nicht diskutieren, oder? Ja, finde ich auch, ja. Ja. Was mich zwei Dinge an der Zugangstür gestört hat, oder drei Dinge an dieser Milchglastüre zur Toilette. Erstens eine Milchglastüre, da ist man genauso in der Öffentlichkeit. Also wenn man aus der Dusche rauskommt und sich abtrocknet, das kann man alles durchsehen. Ja, also das habe ich jetzt natürlich beim Schneider erst bemerkt, dass man von der anderen, also als ich hinter drin war, also im Bad, ist mir das eigentlich gar nicht aufgefallen. Aber jetzt beim Videoschneider ist mir aufgefallen, dass man ja volle Pulle da durchgucken kann. Also ich weiß nicht, ich fände das jetzt nicht unbedingt so angenehm, wenn ich jetzt aus der Dusche rauskomme und ja, man sieht zwar nichts, aber es ist trotzdem irgendwie vielleicht nicht so ganz. Es kann ja auch sein, dass man Besuch da hat. Ja, okay. Ja, es wäre theoretisch wäre es mir, oder man geht mal auf die Toilette, wenn Besuch da ist, ja. Und dann, es ist ein Intimbereich und ich denke, eine Glastür, so schick sie ist, die gehört nicht in den Intimbereich rein. Ja, im ersten Moment sah sie ganz toll aus, aber wenn ich jetzt das so beim Schneiden nochmal gesehen habe, dann würde ich sagen, okay, gefällt mir nicht. Gut, dann der nächste Punkt ist auch dieser Knauf, dieser Drehknauf, schaut schick aus, ist aber de facto unpraktisch. Ich kriege mir öfters mal die Finger ein. Und dann mache ich das mit dem Ärmel, dass ich das runterhebe. Und das geht bei einem Türgriff, aber bei einem Knauf geht es nicht. Da muss ich mit meinen eingeklemmten Fingern drehen. Außerdem ist ein Knauf in der Regel schlechter zu bedienen als ein Türgriff. Insoweit kann ich da die Firma Concorde nicht ganz verstehen. Was aber für mich das Größte von allen Mankos ist, das ist der Spalt, der sich ergibt beim Öffnen der Tür, wo man die Finger durchschieben kann. Denn wenn man die Türe schließt, ist dieser Spalt komplett geschlossen. Das heißt, wenn ein Kind irgendwo steht und steckt da unbewusst die Finger dazwischen und ein anderer macht die Tür zu, dann gibt es eine ordentliche Blessur und ein Geschrei. Also Firma Concorde, das ist ein absoluter Sicherheitsmangel, der dem Design Könnte man nachbessern. Ja, das denke ich auch. Anstatt eine Milchglastüre, eine ordentliche Türe rein. Die auch sauber abschließt, ja, mit einem sauberen Winkel und einer sauberen Sarge. Ja. Das waren aber eigentlich die einzigen Mängel, die man entdeckt hat. Eine schöne Heckgarage, eine tolle Ausstattung. Nur das einzige Problem, was ich befürchte, ist, wenn ich die Zulademöglichkeiten sehe, dass
wenn man die ganze Ausstattung reinrechnet, dass da nicht mehr Zulademöglichkeit vorhanden ist. Das haben wir aber jetzt hier beim Concorde nicht recherchiert. Nein. Bei einem anderen Fahrzeug, das wir in den nächsten Tagen vorstellen, haben wir das recherchiert und das Ergebnis zeigen wir euch dann bei einem Morello. Das war's. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war interessant für euch, diese Vorstellung, dieses Fahrzeug mal kennenzulernen. Man geht ja nicht jeden Tag in so ein Fahrzeug rein. Nein, und natürlich war das alles nur mal so schnell durchgegangen, dass um sich das bewusst zu vertiefen, muss man das natürlich selbst anschauen. Das ist ja Ist jetzt nur logisch. ein kleiner Überblick, Wir ja? wollen es euch einfach zeigen. Ja, genau. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir stellen noch weitere Fahrzeuge vor, auch hochpreisige Fahrzeuge und auch nicht so hochpreisiges Fahrzeug, muss ich Ja, in dem Fall sagen, ja. ja. Und ich hoffe, ihr bleibt uns treu und schaut es uns an und schreibt uns gern dazu, was ihr davon haltet. In dem Sinne wünschen wir euch alles Gute, danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.